Welch eine Willensleistung war das heute Abend? Ach, super, also auf dem Platz war es schon schwer, aber wir haben schon uns auch in der Halbzeit vorgenommen, das Ding hier mitzunehmen und das Tor einfach zu machen. Wir wollten es alle und haben uns dann auch glücklich belohnt. Nicht glücklich belohnt, aber für das Gefühl ist es glücklich, aber wir haben uns durch den Mut und durch das Vertrauen in die Mannschaft belohnt und ja, 2-1 gewonnen, alles super. Was war in der Anfangsviertelstunde los, wo ihr kein Bein auf den Boden bekommen habt? Ja, also es war ein bisschen schwer. Der Schiri hat ziemlich oft die Pfeife in den Mund genommen und ja, hat da viele auch gegen uns gepfiffen. Aber wir haben dann auch gemerkt, dass er auch für uns auch pfeifen kann und ja, haben dann eine schwierige Phase direkt überstanden, war dann alles gut und haben uns dann reingefunden und war dann ein super Spiel, ja, also für uns. Ihr dreht das Spiel, habt dann die Chance zum 3-1. Wie weit war das ein Déjà-vu, dass die Chance vergeben wurde, mit Blick auf das Spiel gegen Kaiserslautern 2? Ja, also es war jetzt für mich persönlich jetzt nicht so ein großes Déjà-vu. Mussten halt am Schluss da uns durchbeißen, dass wir das mitnehmen, aber wenn wir da das 3-1 machen, fahren wir hier mit 3-1 nach Hause und sind auch glücklich. Aber so im Endeffekt 2-1 gewonnen, alles gut und freuen uns über die 3 Punkte. Was bedeutet aus deiner Sicht dieser Erfolg jetzt für den Abstiegskampf? Also wir versuchen jetzt dieses gute Gefühl mitzunehmen. Wir haben am Wochenende gegen Ulm und ja, also bisher kann es nur noch besser werden.